Auslosung für das Jahr 2020. Hier ist Ella und schön, dass du da bist und wir schauen uns an, was wir in 2020 zu erwarten haben. Als erstes mal ein Überblick über das Jahr 2020, das ja, ich sag mal, ein Mondjahr ist und das spricht so das Weibliche an, die Sensitivität, das spricht an den Gefühlsbereich und die Gefühle für Familie, Freunde, Menschen, die uns nahestehen, für unser Heim, für unser Zuhause, für all das, was wir so sehr lieben. Ja? Und deswegen ist auch dieses Jahr der Familie, dem Gemeinschaftlichen gewidmet. Und das sollte man in 2020 natürlich auch ganz nach oben stellen. Auch können in 2020 Dinge, die eben vorher nicht gut gelaufen sind, Streitigkeiten aus der Welt geschafft werden, wenn man sich dazu durchringen kann, tatsächlich auch mal nachzugeben, vielleicht eine Streitigkeit auch dann zu beenden, wenn man selbst Recht hat. Ja, aber es geht darum, was ist mir die Freundschaft, die Beziehung, die Familie wert? Und da ist es eben große charakterliche Stärke auch, dann selbst die Initiative zu ergreifen. Ja, wir haben in 2020 mehrere Dinge, die eine Rolle spielen. Und zwar haben wir eine Konjunktion von Saturn und Pluto. Das beginnt bereits im Januar. Und das bedeutet, Pluto ist nie unproblematisch, weil in ihm stecken sehr viel Kraft, sehr viel Power, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Macht auch, die uns bewegt, auf uns einwirkt, uns ja in ihren Händen hält sozusagen. Und das kann eben eskalieren. Also das kann dazu führen, dass man wirklich ausflippt, ja, dass man richtig sauer wird und dann wirklich die Kontenance verliert, ja. Und deswegen ist in 2020 allgemein auch die Möglichkeit von großer Gewalt gegeben, die wir ja allerdings auch schon aus der Vergangenheit kennen. Und da ist jeder Einzelne gefragt, etwas dazu beizutragen, dass das eben nicht eskaliert. Zum Ende des Jahres 2020 haben wir dann noch etwas Besonderes. Jupiter und Saturn bilden im Dezember eine Konjunktion. Das ist die Konjunktion, die auch vor über 2000 Jahren, eben auch die Geburt Christi angekündigt hat. Aber das passiert erst im Dezember. Und da gibt es halt den Gedanken, dass eine besondere Persönlichkeit vielleicht erscheinen könnte oder dass eben die Dinge der Nächstenliebe und des Glaubens an das Gute gewinnen können. Und das liegt an jedem Einzelnen von uns und daraus etwas zu machen. Wir sind sozusagen in der Vorbereitung dazu. Wir haben teilweise Jupiter und Saturn, also erstmal im Steinbock natürlich, bei der Rückläufigkeit im Wassermann und dann wieder im Steinbock. Das werdet ihr aber alles bei eurer Legung für das jeweilige Sternzeichen erfahren, wann das soweit ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle für alle, die mich auch im Jahr 2019 begleitet haben, ganz herzlich bedanken. Es war mir ein Vergnügen, es war mir eine Ehre und ich fand die Kommentare toll und ich hoffe, dass ich jedem Einzelnen von euch auch ein Herzchen geschickt habe. Sollte ich jemanden vergessen haben aus irgendeinem dummen Grund, dann bitte das zu entschuldigen. Und ich hoffe, ihr haltet mir auch in 2020 die Treue und dann können wir mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln, ob wir noch schöne Dinge machen können, die euch auch Freude machen. Anregungen dazu immer gerne. Ja, also ich freue mich drauf und hoffe, dass wir auch in 2020 möglichst viel Gutes umsetzen können, dass die positiven Dinge überwiegen und will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Schauen wir, was die Sterne für jedes Sternzeichen sagen. Mein lieber Stier, ein herzliches Willkommen zu deiner allgemeinen Legung und zur allgemeinen astrologischen Auswertung für das Jahr 2020. Schön, dass du da bist und wir wollen gleich mal schauen, was du für Aspekte hast im Jahr 2020 und was du nutzen kannst. Das ist natürlich allgemein, und aber es sind so Energien, die vorherrschen, wie zum Beispiel bei Merkur rückläufig und so. Das betrifft ja alle und dann sind alle konfus und dann kann man sich schon ein bisschen drauf einstellen.
Als erstes haben wir Jupiter, der sich im Steinbock befindet, also einem verwandten Erdzeichen von dir. Dort steht er seit dem 2.12.2019 und verhält sich oder bleibt dort bis zum 19. Dezember 2020. Und das ist ein vorteilhaftes Trigon für dich. Jupiter ist das große Glück, Expansion, Neuorientierung, Flexibilität, Weiterbildung, alles was das betrifft, das ist positiv beleuchtet von Jupiter und spricht dich natürlich von dieser Seite auch an, ja, und da bilden sich günstige Gelegenheiten, die du natürlich nutzen solltest, wenn sie dir begegnen, ja. Da hast du viel Kreativität und kannst auch neue Dinge kennenlernen, die du bisher noch gar nicht in Erwägung gezogen hast. Auch menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter verlaufen sehr gut. Du bist toleranter, offener für alles und du kannst auch Dinge planen schon mal, ne, was du vorhast und so weiter, weil je positiver du die Dinge angehst und optimistischer, desto eher kannst du sie auch verwirklichen. Weiterbildung ist ein großes Thema im Jahr 2020 und es können sich sogar finanzielle positive Entwicklungen ergeben. Das ist immer so, wenn man das natürlich nutzt und wenn man sich diesen Dingen flexibel stellt, was dem Stier natürlich nicht immer so leicht fällt, ja. Das darf man nicht vergessen. Also ich hatte, glaube ich, auch schon mal im Vorfeld gesagt, dass man als Stier im Jahr 2020 sich auf viele Veränderungen einstellen muss, die aber durchweg positiv sind. Man sollte sich nur nicht zurückziehen und die Dinge an sich vorbeiziehen lassen. Kommen wir zu Saturn. Der steht im Mondjahr 2020 auch im Steinbock und zeitweise im Wassermann, weil er rückläufig wird und dann wird er wieder direktläufig und geht zurück in den Steinbock. Diese Zeiten haben unterschiedliche Qualitäten. Ich werde dir das auch gleich erklären. Wenn Saturn im Steinbock ist, haben die Stiere ein vorteilhaftes Trigon und das ist ebenso Stabilisierung auf alle Verhältnisse. Saturn ist ja Karma-Planet und wenn vorteilhaft, dann ist auch Karma vorteilhaft. Und da solltest du dich auch ins Zeug legen, weil Saturn fordert natürlich Leistung. Dann erhältst du sozusagen, wenn er sich dann von Steinbock verabschiedet, Ende des Jahres die entsprechende Belohnung. Es kann Glück bedeuten, anhaltenden Erfolg, aber du musst eben genügend Einsatz zeigen, um das eben auch, ich sag mal, dir zu verdienen, in Anführungsstrichen. Die Zeiten, wo Saturn im Steinbock ist, ist vom 1. Januar bis 22. März 2020, vom 2. Juli bis 17. Dezember 2020, also auch sehr lange und auch deswegen sehr vorteilhaft für dich. Jetzt kommen wir zu Saturn im Wassermann, das ist, wenn er rückläufig wird, da bildet er ein Quadrat und das ist dann sozusagen genau das Gegenteil. Da hast du mit Hindernissen, Knüppel zwischen den Beinen und solchen Dingen zu kämpfen. Es kann auch bedeuten, weil du dich ja in der schönen Zeit daran gewöhnt hast, dass die Dinge gut laufen, dass du richtig frustriert bist. Das solltest du nicht. Mit Jupiter im Rücken solltest du optimistisch bleiben und dich von diesen wirklich auch frustrierenden Dingen aber nicht unterkriegen lassen, ja? Es gilt ja, diese Probleme hinzubekommen, also die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, das schaffen wir auch noch, ja? Und vor allen Dingen auch nicht so viele negative Gedanken produzieren. Wenn du positiv denkst, holst du dir ja das, was du denkst, auch in deine Zukunft. Wenn du negativ denkst, ja auch. Aber wir wollen ja positiv bleiben. Ich sage dir jetzt trotzdem mal, wann Saturn im Wassermann ist, damit du weißt, wann du so ein bisschen ja deinen Optimismus hervorkramen musst. Das ist vom 22. März bis 2. Juli 2020 und vom 17.12.2020 bis 7.3.2021. Das heißt also auch gewisse Zeiten, wo es dann nicht so rund läuft, wo du dann, wie gesagt, immer mit Hindernissen rechnen musst und diese gilt es halt zu überwinden. Und dann, wie gesagt, nicht negativ denken, gar nicht erst aufkommen lassen, sagen, das weiß ich von meinem Horoskop oder vom allgemeinen Horoskop und dann kann ich damit umgehen, weil ich kann ja eh nichts machen, außer positiv bleiben. Kommen wir jetzt zu Mars, das ist der ja, Kriegerplanet, das ist auch der Kraftplanet. Wir haben die besten Zeiten von Mars für dich von 15.02. bis 31.03. im Trigon. Das ist kurzzeitig, sollte aber genutzt werden. Das heißt, du kannst dich durchsetzen. Du hast Kraft, die du auch in die richtigen Projekte, in die richtigen Bahnen lenken kannst, die auch automatisch in die richtigen Bahnen gehen. Und
du kannst das Leben ausgiebigst genießen, was dir ja auch am Herzen liegt. Und auch kann das so sein, dass du dann Lust hast, mehr praktisch zu machen, also vielleicht was umzubauen, irgendwas zu basteln, wie auch immer. Es geht darum, hands-on, also Ärmel hochgekrempelt und die Dinge angegangen, weil man daran auch Spaß haben kann. Ja, es kann auch sein, dass du dich in der Zeit ganz besonders gerne weiterbildest, also vielleicht deine Position im Job etwas erweitern möchtest. Weiterhin angenehm sind die Zeiten vom 13. Mai bis 5. Juni 2020 und da bist du auch fleißig, energiegeladen und ja, packst die Hindernisse beim Schopfe, wenn sie dir begegnen. Und ein bisschen schwierig könnte es sein, weil eine Quadratstellung herrscht von 1.4. bis 15.5. Da haben wir Quadratstellung, wie gesagt. Und da solltest du eben nicht frustriert sein, sondern auch und auch nicht versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern so ein bisschen auf die Gesundheit achten und Schongang einlegen. Vielleicht auch Zeitpunkt für einen Urlaub oder so wäre möglich. Dass du viel draußen sein solltest, ist klar, dich gesund ernähren solltest und genügend Schlaf haben solltest. Ja, klar. Natürlich solltest du das tun, damit du eben deine Energiereserven nicht vollkommen aufbrauchst. Ja? Kommen wir zur Kommunikation und damit zu Merkur. Die allerbesten Zeiten für dich sind vom 27. April bis 11. Mai, weil Merkur in deinem eigenen Zeichen weilt, also im Stier. Das ist kurzzeitig und sollte auch da genutzt werden für Verträge, Verhandlungen, Finanzen, was auch immer du zu regeln hast in dem Bereich. Alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist dann sehr, sehr gut und geht dir leicht von der Hand. Gute Zeiten haben wir noch, weil Trigon vom 20. August bis 5. September und vom 20. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021. Und auch da kann eben Gutes gelingen. Ein bisschen weiter abgeschwächt, aber immer noch gut, sind die Zeiten vom 3. Februar bis 11. April. Und wir müssen aber da gleich noch die Rückläufigkeit beachten. 28. Mai bis 5. August sind auch noch soweit gut, außer wie gesagt in den Zeiten, wo Merkur rückläufig ist. Und damit kommen wir zu den Zeitpunkten, wo Merkur uns einen Strich durch alle Rechnungen macht und durch allem, was wir vorhaben. Das ist dann Verträge, Verhandlungen, alles wird schwubbelig und es wird nicht eingehalten, Termine werden verpasst oder vergessen, was auch immer. Das ist die Zeit vom 17. Februar bis 10. März und vom 18. Juni bis 12. Juli. Und dann nochmal vom 14. Oktober bis 3. November. Da wird es ein bisschen kritisch mit der Kommunikation, da wird man wie gesagt falsch verstanden und sollte auch möglichst dort keine Verträge unterschreiben oder diese 20-fach geprüft haben. Kommen wir zu schöneren Ereignissen der Liebe. Vom 5. März bis 3. April 2020 steht die Venus in deinem Zeichen und damit ist es optimal. Das ist knapp ein Monat und den solltest du nicht ungenutzt verstreichen lassen. In der Partnerschaft ganz besonders schöne Erlebnisse oder als Single raus vor die Tür. Trigonzeiten, also gute Zeiten in der Liebe, sind vom 2. bis 28. Oktober. Und dann haben wir noch etwas gemäßigtere, aber immer noch gute Zeiten vom 13. Januar bis 7. Februar und vom 7. August bis 6. September 2020. Das sind so die Zeiten für die Venus, die du nutzen kannst. Und im Zusammenspiel mit allen anderen Ereignissen kannst du das für dich natürlich ausmachen, dann, wann es für dich sich am besten auch anfühlt, mein lieber Stier. Wir kommen gleich noch zur Kartenlegung, zum Jahresrat. Das ist jeder einzelne Monat des Jahres, wird mit Karten ausgelegt. Und das Gleiche oder beziehungsweise was Ähnliches machen wir auch noch in der Liebe, sodass du ungefähr die Energien siehst, wie sie für das jeweilige Sternzeichen, also für den jeweiligen Monat für dich als Sternzeichen Stier aussehen, was du nutzen kannst, was dir hoffentlich hilfreich ist. Und das kannst du natürlich auch im Laufe des Jahres immer mal wieder nachschauen, genau wie die Daten, die ich dir genannt habe, wann es schwierig sein könnte, wann es problematisch ist. Und schauen wir mal, wie das Jahr verläuft für dich, mein lieber Stier. Und ich bin gespannt, wie viel du davon nutzen kannst und wie hilfreich es für dich ist. Also, dann bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier, zum Jahresrat für dich für das Jahr 2020. Wir gehen die einzelnen Häuser durch und schauen uns an, was wir da für dich haben.
Und ja, es ist eine allgemeine Legung, denk dran, aber du kannst dir sicherlich das ein oder andere rausziehen. Die Karten, die du hier liegen siehst, das sind praktisch nur Platzhalter, um die Situation zu zeigen, wie das Jahresrad aussieht und dann deine Karten darauf zu platzieren. Das erste Haus, das bist du selbst, also welches Selbstverständnis du hast, deine Identität und dein Selbstausdruck im Jahr 2020. Und wir schauen uns das gleich mal an. Wir haben das Ass der Stäbe. Das heißt, 2020 beginnst du leidenschaftlich neu. Und wir haben schon gehört in der Astrologie, dass da viele Neuanfänge sind. Du solltest möglichst flexibel reagieren. Und ich denke, dass das auch eben etwas ist, was deine Leidenschaft weckt. Sehr schön. Dann haben wir als nächstes Haus 2, deine Identifikation mit materiellen Werten. Da haben wir die 10 der Münzen. Passt ja wunderbar, Erdenergie, also auch finanziell kannst du, wenn du magst und wenn du dich darauf einstellst, viel erreichen im Jahr 2020. Das ist sehr schön. Und ja, du freust dich drauf. So sieht's aus. Dann haben wir deine Umgebung, deine Familie, dein Alltag und deine Kommunikation ist Haus 3. Das betrifft auch deine Lernfähigkeit. Schauen wir mal. Da haben wir die 2 der Münzen. Naja, ich denke mal, dass du als Genussmensch eben auch guckst, dass da so ein Ausgleich da ist zu deinem Fleiß, deiner Energie, deinem Einsatz und deinem Privatleben, was dir ja äußerst wichtig ist. Sehr schön. Dann haben wir das nächste Haus, Haus 4. Das ist deine Vergangenheit, dein Elternhaus, Kindheit und auch die Dinge, die in der Vergangenheit so waren. Da haben wir die 6 der Münzen. Ausgewogenes Geben und Nehmen, das heißt, du hängst nicht unmäßig in der Vergangenheit. Du hältst da, ich sag mal, mit Gleichmut das, was war, da, wo es hingehört, in die Vergangenheit und beschäftigst dich natürlich mit den aktuellen Themen, mit den Dingen, die wichtig sind für dich heute. So, kommen wir zum Haus 5. Das sind deine Spuren, deine Kreativität. Ja, das, wofür du ein Risiko eingehst. Was haben wir da? Die 7 der Schwerter. Du machst Dinge im Verborgenen. Ich glaube, dass du nicht unbedingt nach draußen gehst erstmal mit den Dingen. Du willst erst wissen, dass sie auch auf gutem Fundament stehen. Das kann so das Verborgene sein, was du eben nicht so sofort präsentierst. Du machst das so im stillen Kämmerlein, brütest etwas aus und ich denke, dann geht es erst an die Öffentlichkeit. So, das nächste Haus, das ist deine Belastbarkeit, deine Arbeit, deine Gesundheit, haben wir hier. Was ist da? Die 8 der Stäbe, Kommunikation. Das heißt, du bist sehr kommunikativ in deinen Arbeitsbereichen. Ich denke, dass du auch Hilfe in Anspruch nimmst. Das ist auch gut so. Du sollst nicht alles alleine machen im Jahr 2020. Auch mit deinem Partner, deiner Partnerin oder den Leuten, die es halt betrifft. Das ist auch ganz wichtig. Haus 7 sind deine Partnerschaften, deine ja, Kontakte. Da ist der Herrscher. Beim Herrscher musst du mal ein bisschen aufpassen. Der Herrscher ist ja so ein bisschen der Tyrann auch manchmal. Sei nicht zu stur, sei nicht zu verbissen, bitte. Ja, sei kompromissbereit, flexibel. Wir haben da Jupiter stehen, der auch auf Flexibilität drängt. Du könntest dir sonst, wenn du zu stur bist oder zu nachtragend, je nachdem, worum es geht bei dir, so ein bisschen die positiven Dinge verpassen. Also mit dem Herrscher nicht zu forsch von anderen vielleicht mehr verlangen, als sie bereit sind zu geben oder sei ein bisschen kompromissbereiter. Das ist ganz wichtig. Als nächstes Haus, das Haus 8, deine Grenzen und deine Opfer für andere, was du bereit bist auch zu geben. Da haben wir den Mond. Das ist Sensibilität, Sensitivität. Da musst du dich auch ein bisschen mit deinen schwachen Seiten eben, dass du gerne auch den Ton angeben möchtest, weil du natürlich möchtest, dass das auch möglichst
positive Ergebnisse erzielt, ein bisschen nachgiebig sein, ja? Deine schlechten Eigenschaften sind halt manchmal so ein bisschen Sturheit, Verbissenheit und manchmal auch so ein bisschen sehr geheimnisvoll tun, wenn du irgendwas hast. Also die, die du ins Vertrauen ziehen kannst, sollst du schon ins Vertrauen ziehen, aber du sollst natürlich nicht das publizieren, bevor es spruchreif ist, so ist das gemeint, und sei ein bisschen, ja, kompromissbereiter. Das Haus 9, das ist deine Selbsterweiterung, also deine Religiosität, deine Weltanschauung, und da haben wir den Magier. Der Magier manifestiert Dinge, und je nachdem, wie du die Dinge siehst, also wie du auf die Dinge zugehst, entwickelt sich das. Und je positiver du das natürlich angehst, desto positiver werden auch die Ergebnisse, mein lieber Stier. Denk immer dran, wenn du irgendwie, ja, ich sag mal, das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, oder andere eine andere Meinung haben als du, denk positiv. Konstruktive Kritik oder irgendwelche Anregungen können dir nur weiterhelfen. Und nimm es nicht persönlich, wenn es geht. So, dann haben wir Haus 10, deine Zielrichtung, deine gesellschaftliche Stellung im Jahr 2020, das Ass der Kelche. Das ist, ja, die allumfassende Liebe. Ich glaube, du bist gern gesehen, du bist ein liebevoller Mensch, du bist zugänglich, du bist kameradschaftlich. Darauf bezieht sich das hier auch. Ich denke, dass das auch nicht so schlimm ist. Aber ich mache da extra darauf aufmerksam, damit du dir eben die guten Energien, die für dich da sind, nicht irgendwo durch eine dumme Bemerkung oder Sturheit eben verbaust. Aber du wirst geliebt von allen Seiten, und das solltest du natürlich auch nutzen und genießen. Mit den anderen gemeinsam natürlich. Dann haben wir Haus 11, wie du mit Gruppen, Freunden klarkommst, auch mit Kollegen, wie auch immer. Ritter der Kelch, auch liebevolle Energie, Wasserenergie, das sieht sehr gut aus für dich. Und diese positiven Energien, wie gesagt, solltest du dir unter keinen Umständen verderben. Deine Selbstbefreiung, deine Hingabe, dein Altruismus, Haus 12, da haben wir Page der Kelche. Du bist bereit zu geben, aber du bist nicht bereit, dich total zu verausgaben. Und das ist auch vollkommen richtig so. Du hast im Jahr 2020 großartige Möglichkeiten, und die solltest du dir erstmal vor Augen führen, darüber nachdenken und entsprechend handeln. Wir haben ja Jupiter im Steinbock 2020, auch Erdenergie, was sehr positiv ist für dich. Wenn es im Wassermann ist, glaube ich, war das nicht so gut. Aber auch diese Hürden wirst du nehmen, so wie andere auch. Vorweg nochmal, das ist das Gilded Tarot von Ciro Marchetti. Und um jetzt noch ein bisschen Klarheit da reinzubringen, habe ich jetzt das ganz normale Rider-Waite Tarot, das so ein bisschen die Dinge vertiefen soll. Wir beginnen nochmal bei dir selbst, die wichtigsten Dinge, wie du dich selbst siehst und wie du die Dinge angehst, was sehr schön ist mit Feuerenergie. Wir haben Begeisterung dabei mit dem Ritter der Stäbe, aber wir haben auch den Teufel dabei. Du solltest aufpassen, nicht zu übertreiben. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Also du sollst dich schon begeistern, aber du sollst mit deiner Erdenergie auch immer auf dem Boden bleiben und die Dinge realistisch sehen. Das ist ganz wichtig. Vor lauter Euphorie, vor lauter Liebe, vor lauter Mitarbeit, vor lauter netten Leuten um dich herum kannst du dann schon mal in Euphorie verfallen, was dir auch von Herzen gegönnt sei, aber dass du eben nicht irgendwo, ich sag mal, jemandem auf den Leim gehst, der es eben nicht so gut mit dir meint, solltest du da einen Blick drauf haben. Das zweite Haus ist dein Selbstwert, deine Identifikation mit den Finanzen. Da haben wir ja die 10 der Münzen, das heißt, du bist schon sehr sparsam, du achtest darauf, wofür du dein Geld ausgibst, was auch absolut richtig ist. Das ist deine Kraft, die Dinge finanziell auch zu regeln und da auch ein Händchen für zu haben. Mit dem Hierophanten hast du da großes Selbstvertrauen und wahrscheinlich auch eine Verbindung mit anderen Menschen, die dir auch dabei schön unter die Arme greifen. Und das solltest du selbstverständlich schamlos ausnutzen, ganz klar. Aber du solltest auch dafür sorgen, dass es ausgewogen ist, dass jeder so ein bisschen vom Kuchen abbekommt. Das ist ganz wichtig. Dann hast du beim nächsten Mal auch einen Gönner, der dann weiterhin dir dabei unter die Arme greift. Das ist wichtig. Haus 3, deine Umgebung, Familie, Alltag, Kommunikation. Da bist du zwischen, ja, privat und
geschäftlich, sag ich mal, ein bisschen hin und her gerissen. Da machst du dir ein bisschen zu viele Gedanken mit den Achter-Schwerter. Also da solltest du versuchen, einen gemäßigten, ruhigen Ausgleich zu finden zwischen privat und geschäftlich. Vor lauter Freude und Erfolg bitte nicht das eine für das andere vernachlässigen. Ja? Wir haben die 9 der Kelche, es läuft alles wunderbar, also die Sorgen sind unbegründet. Das Haus 4, dein Elternhaus, deine Herkunft, da haben wir ja ausgewogen, 6 der Münzen. Wir haben 2 der Stäbe und den Wagen. Das heißt, es steht möglicherweise eine Entscheidung an. Du weißt auch schon die Richtung. Du tendierst schon in eine Richtung und gehst diesen Weg auch, was deine Vergangenheit betrifft, ne, wie du damit umgehst. Dann haben wir das Haus 5, deine Spuren, Kreativität und dein Mut zum Risiko. Da bist du ein bisschen vorsichtiger. Da haben wir den Herrscher wieder. Du hast den Daumen drauf und achtest natürlich darauf, dass das in den 4 Wänden bleibt. Da ist das in Ordnung mit dem Herrscher. Da solltest du die Hand drauf halten. Was du noch nicht für spruchreif erachtest, solltest du natürlich auch nicht nach außen tragen. Dann haben wir deine Belastbarkeit, wie du ja arbeiten kannst. Du bist kommunikativ. Da bist du wieder am Jonglieren zwischen privat und geschäftlich. Mit dem Magier kannst du vieles manifestieren. Aber wie gesagt, es ist manchmal schwierig, wenn man Erfolg hat, auf dem Teppich zu bleiben und eben auch ausgewogen für seine Pausen, für seine ja, Zeiten der Ruhe zu sorgen. Achte bitte darauf. Ja, sonst liegst du auf der Nase und dann ist keinem geholfen. Wir haben Haus 7, deine Partnerschaft oder deine Kommunikation mit anderen, also deine engen Verwandten, aber auch Gegner können das durchaus sein. Wir haben den Herrscher, da musst du aufpassen, dass du eben da nicht jemanden ja so ein bisschen bestimmt rüberkommst. Ja, wir haben den König der Schwerter, sei ehrlich und sag, was Sache ist, Königin der Schwerter, sachlich, klar, der nichts vormachen lassen, andere nichts vormachen, aber bitte auch nicht andere einfach überstimmen, das wäre nicht so gut, okay? Gut, kommen wir. Deine Grenzen, deine Opfer für andere, Sensitivität, sich mit seinen eigenen Schwächen auseinandersetzen, das haben wir gleich doppelt. Und da haben wir die 10 der Münzen. Wenn du das tust, wenn du dich also auch, sagen wir mal, mit deinen Schwächen gut auskennst, ja, und damit handhaben kannst im Jahr 2020, bringt dir selbst das noch Erfolg. Also hervorragend. Dann haben wir das Haus 9. Deine Selbsterweiterung, deine Spiritualität, deine Religion. Da haben wir eben auch Manifestation, Umsetzung. Du glaubst an dich selbst. Du glaubst an die Dinge, die machbar sind. Du hast Geduld. Ich denke auch mit anderen. Und du hast ein Gespür für das, was in dem Moment angebracht ist. Ja? Du erweiterst deinen Horizont. Deine Weltanschauung ist sehr offen und geduldig, weil du siehst eben auch so mit der Hohenpriesterin so ein bisschen hinter die Fassade. Damit verstehst du Dinge besser. Das macht es dir auch leichter, mit anderen umzugehen, mit der Situation umzugehen. Haus 10, deine Zielrichtung, deine gesellschaftliche Stellung. Du siehst, Ass der Kelche, du wirst geliebt. Da haben wir Gespräche und da haben wir das Ass der Schwerter. Das ist eben auch Klarheit, Wahrheit. Pardon, du bist authentisch, du kommst authentisch rüber, du sagst, was du denkst. Natürlich gibt es Sachen, die du für dich behältst, aber du gehst auf die Menschen offen und ehrlich zu und das spüren die auch. Haus 11, deine Freunde, dein Anschluss an Gruppen, da haben wir den Ritter der Kelche, liebevolle Energien. Wir haben auch die 5 der Kelche. Ich denke, es geht darum, dass der ein oder andere eben nicht so nett ist wie du und dir dann auch entsprechend nicht so nett entgegentritt. Das macht dich ein bisschen traurig, aber mit den 5 der Schwertern weißt du, dich zu wehren. Das heißt nicht, dass du Streit um jeden Preis willst, aber du scheust dich nicht davor, den Leuten auch zu sagen, wenn sie übers Ziel hinausschießen oder deine Grenzen überschreiten. Ja, das ist zwar nicht immer angenehm, aber manchmal ist es einfach notwendig. Dann haben wir deine Hingabe, dein Altruismus. Da bist du natürlich bereit, kleine Opfer zu bringen.
Wir haben den Erfolg auf deiner Seite und wir haben die Verteidigung. Das heißt, kleine Opfer sind auch Opfer und du weißt, dich zu verteidigen, wenn jemand, wenn du ihm den kleinen Finger gibst, die ganze Hand greifen will und da sagst du nein. Und das ist auch richtig so. Das sieht sehr, sehr gut aus, mein lieber Stier. Du hast ein tolles Jahr vor dir, so wie ich das sehe. Worauf du achten solltest, ist, wie gesagt, dass du manchmal nicht zu stur bist, dass du ehrlich und authentisch rüberkommst, ist wichtig. Dass du gewisse Dinge, die noch nicht spruchreif sind, vielleicht mit deinen engsten Freunden, Familie und so besprichst, das sollte zu Hause bleiben, bis es spruchreif ist. Du kannst selbst aus deinen Schwächen noch Profit schlagen. Du wirst geliebt, du bist klar, du bist authentisch im Jahr 2020. Vor Übertreibungen sei gewarnt. Bleib immer auf dem Teppich, auch wenn du noch so viel Erfolg hast. Und was natürlich wichtig ist, dass du dich auf die Veränderungen einstellst, die dir vielleicht nicht im ersten Moment so liegen als Stier. Du magst es gerne gemütlich und dass alles so seinen Gang geht, wie das bei Erdzeichen oft der Fall ist. Aber letztendlich sind die Veränderungen notwendig und bringen dich auch ein ganzes Stück weiter und bringen dir eine Menge Erfolg und du kannst das umsetzen, wenn du dich praktisch jetzt schon im Vorfeld so ein bisschen darauf einstellst. Eine wunderbare Legung, es war ein Vergnügen, die zu legen für dich und ich hoffe, du kannst da möglichst viel mit anfangen und wir wollen gleich noch sehen, wie das mit der Liebe für dich aussieht. Da machen wir eine ähnliche Legung für das ganze Jahr und schauen mal, was da für dich drin ist. Ich hoffe, das ist genauso schön und so erfolgreich wie jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Mein lieber Stier, kommen wir zur Liebeslegung für 2020. Interessante Neuigkeiten hoffentlich und natürlich auch hoffentlich gute Entwicklungen. Wir schauen mal, was haben wir denn für den Januar? Wir haben religiöse Faktoren. Das ist, dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Ja, das, was du glaubst, das, was du denkst und das, was man dir beigebracht hat, ist natürlich ausschlaggebend dafür, wie du die Dinge siehst. Das ist auch, dass man was sich aneignet. Ja, auch schlechte Angewohnheiten natürlich. Deine Einstellung zu den Dingen oder das, was du gelernt hast bisher, beeinflusst natürlich dein Liebesleben auch im Januar. Wie schauen wir uns gleich mit den anderen Karten noch an? Was haben wir denn für dich im Februar? Wir haben Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Das ist schön. Im Februar sieht es halt sehr schön aus mit der Liebe. Ob du jetzt alleine bist oder ob du eine Partnerschaft hast, beides kann sich dann im Februar sehr schön entwickeln. Das solltest du natürlich wahrnehmen. Und Verspieltheit ist immer auch so ein bisschen kindlich, unschuldig auch. Ja, lass die Dinge sich langsam entwickeln, aber nutze die Zeit, dass du da auch schöne Dinge erlebst. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Im März, was haben wir da? Wir haben Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Das ist ja wohl eindeutig. Das geht so weiter. Februar und März scheinen wohl die optimalen Monate zu sein, wo du die Liebe ausführlich genießen kannst. Dann sollte dich auch nichts halten. Also wie gesagt, wenn du Single bist, musst du vor die Tür. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, solltest du die Zeit schön mit deinem Partner, deiner Partnerin natürlich nutzen und schöne Dinge tun. Ausgehen oder auch Urlaub machen, schöne Dinge, schöne Erlebnisse auch, die die Liebe beflügeln. Das ist sehr schön. Was haben wir im April? Wir haben Vergeben und Lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Das ist die Erinnerung daran, dass du mit dem arbeiten solltest, was dir zur Verfügung steht, dass du nicht hadern solltest, sondern vergeben und vergessen. Was vorbei ist, ist vorbei. Das muss jetzt nichts mit der Beziehung zu tun haben. Das kann ja auch deine Vergangenheit sein, die dich durch die Beziehung irgendwo ein bisschen verfolgt. Dinge, die ja vielleicht passiert sind, die das beeinflussen und da solltest du dich ein bisschen von befreien. Loslassen von alten Gewohnheiten, von schlechten Eigenschaften, von Glaubenssätzen vielleicht, von Dingen, die man dir beigebracht hat. Und das kann auch eine alte Beziehung durchaus sein, natürlich. Aber dass du einfach neu beginnst und das, was du hast, zu schätzen weißt. Ja. Im Mai, das ist ja auch so dein Geburtstagsmonat, Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben.
Das kann auch natürlich dein inneres Kind sein, deine eigene Kindlichkeit, deine Unbedarftheit, deine Unvoreingenommenheit, die du im Mai natürlich ausleben darfst. Und das ist dein Geburtstagsmonat, also zumindest für die meisten, denke ich mal. Da solltest du dann schon deine kindliche Ader auch willkommen heißen und das natürlich auch spielerisch alles ein bisschen angehen. Alles nicht so ernst nehmen vielleicht und ja, locker sein, unvoreingenommen, offen für Neues, denke ich mal. Das Jahr 2020 ist für die Erdzeichen sowieso so ein bisschen Flexibilität an den Tag legen, dich Dingen öffnen, die für dich vielleicht vorher undenkbar waren oder die du dir nicht vorstellen konntest. Ich denke mal, die kindliche Unschuld ist im Mai so das Richtige, mit dem du die Liebe sehen solltest oder wie du die Liebe angehen solltest, egal ob in der Beziehung oder als Single. Der Juni. Wir haben Liebe zuerst dich selbst, deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Ja, es ist ja auch wichtig, dass du für das einstehst, was du möchtest. Und damit du weißt, was du möchtest, musst du dich selbst natürlich gut kennen und natürlich auch beachten und achten. Das heißt, das, was wichtig für dich ist, ist auch wichtig für deine Beziehungen, ne? Und je besser du dich mit dir selber auskennst, also auch mit deinen Bedürfnissen, mit dem, was dir vorschwebt, wie du dir eine Beziehung vorstellst, umso besser, dann triffst du auch die richtigen Leute, weil du das authentisch dann rüberbringst. Das ist natürlich wichtig, ja, auch in der Beziehung. Vielleicht hat sich ja was verändert, vielleicht geht man mit kindlicher Neugierde an die Dinge heran. Man hat sich verändert, wir verändern uns ja ständig. Und warum nicht? Und Selbstachtung und Selbstliebe ist Grundvoraussetzung, überhaupt eine Liebesbeziehung zu führen. Dann haben wir den Juli. Probleme in der Familie heilen. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Ich könnte mir vorstellen, es geht auch einfach darum, Familienprobleme zu lösen, die auch eine Partnerschaft natürlich belasten können. Vielleicht hast du deinen Eltern gar nicht zu vergeben, sondern einfach nur, ja, es ist halt manchmal nicht so einfach, mit allen zurechtzukommen oder es allen recht zu machen, ne? Und deswegen ist es nicht unbedingt verzeihen müssen, sondern irgendwo klarkommen und die Dinge, ja, verändern, eben positiv verändern mit deinem Partner, wenn du einen hast. Ja, ansonsten eben Konflikte heilen, versuchen zu bereinigen, darüber zu sprechen und zu klären oder sich eben auch einfach vom Elternhaus ein bisschen abzugrenzen. Auch das ist möglich, wenn jemand vielleicht sehr eng mit seinen Eltern verbunden ist und sich einfach nicht loslösen kann, dann könnte das im Juli der Zeitpunkt sein, wo du sagst, ich lass mal los. Und das führt natürlich erstmal zu Konflikten. Aber wir gucken mal, wie es im August aussieht. Wir haben unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Gut, ich sehe das so, wenn du in einer Beziehung steckst, könnte das im August vielleicht zu, ja, ich sag mal, kritischen Situationen führen, dass man sich nicht eins ist, dass man nicht zurande kommt, dass man Stress hat. Manchmal ist das auch in der Beziehung so, dass man nicht miteinander gut auskommt, aber letztendlich kann man auch das wieder gerade rücken, wenn man sich Mühe gibt und wenn einem die Beziehung das wert ist. Es kann nicht immer optimal und Friede, Freude, Eierkuchen herrschen, aber ich denke, dass das auch eine Herausforderung ist, wo sich Beziehungen bewähren können. Und wenn du Single bist, ist August wahrscheinlich nicht der Monat, wo du eine neue Liebe kennenlernst oder wo sich eine Liebe entwickeln kann. Es scheint ein bisschen schwierig zu sein, da die richtigen Menschen zu finden. Also vielleicht fährst du lieber in Urlaub und genießt die Zeit im Urlaub im August. Schauen wir, was der September hat. Wir haben Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Das ist immer gut. Also nicht permanent, aber von Zeit zu Zeit sollte man sich austauschen, wie der Stand der Dinge ist, was man möchte, was man sich wünscht, was man ja gerne selber geändert haben möchte. Und dann kann man sich ja einigen. Und vielleicht lernst du im September, wenn du Single bist, jemanden kennen, der dir sein Vertrauen schenkt oder ihr Vertrauen, je nachdem. Und du lernst jemanden kennen und denkst dir, wow, eine sehr nette Person und ne, man kommt sich halt irgendwie näher. Man fühlt sich einfach geborgen mit dieser Person. Das kann ja schon mal sehr schön sein. Also Gespräche von Herz zu Herz, Ehrlichkeit ist immer gut. Der Oktober. Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske.
Ja, das hatten wir jetzt in jeder Legung bisher. Das heißt also auch, dass wir selber natürlich Masken tragen. Wir gehen mit unseren Freunden anders um als mit unseren Arbeitskollegen. Zumindest ist das in den meisten Fällen so. Und ich denke mal, dass es, man hat verschiedene Masken für verschiedene Anlässe. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass man sich selbst manchmal etwas vormacht, um besser mit Dingen klarzukommen. Vielleicht ist das so bei deinem Gegenüber, vielleicht ist das so bei dir im Oktober, aber es kann halt sein, dass einer einfach der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen möchte. Je nachdem, was es betrifft, das muss nicht die Beziehung betreffen. Aber wenn du getäuscht wirst, denke ich, wirst du das auch nicht vergeben. Deswegen glaube ich eher, dass das was damit zu tun hat, dass man etwas auch falsch versteht vielleicht oder die Dinge falsch interpretieren könnte. Also in dieser Beziehung verbirgt jemand sein wahres Gesicht. Das muss nicht negativ sein. Du kannst ja nachforschen, du kannst ja nachfragen. Wir hatten ja Gespräche von Herz zu Herz und du wirst der Sache sicherlich auf die Spur kommen. November. Finanzen und Karriere, finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Ja, finanzielle Probleme können falsche Anlagen sein, dass man Geld verloren hat, dass man einen Job verliert. Das kann bedeuten, dass der eine vielleicht nicht mehr so viel Geld hat oder der eine mehr, der andere weniger. Das kann eine Beziehung schon beeinträchtigen oder zumindest beeinflussen. Also ich sag mal so, das kann man klären, das kann man besprechen. Da muss man natürlich offen und ehrlich miteinander sein, wenn das ein Problem sein sollte im November. Vielleicht hat man auch zu viel gekauft für Weihnachten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, finanzielle Probleme lassen sich natürlich auch klären. Auch wenn jemand zum Beispiel karrieremäßig viel unterwegs sein muss jetzt, nur als Beispiel, dann kann das natürlich auch die Beziehung beeinflussen, durchaus. Schauen wir mal weiter. Was haben wir im Dezember? Im Dezember haben wir Trennung. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Ja, das kann zum einen bedeuten, dass, wie gesagt, jemand mit Karriere irgendwo hin muss. Das kann auch bedeuten, dass jemand vielleicht zu seiner Familie fahren muss, weil es da irgendwas gibt. Es kann auch bedeuten, dass jemand vorübergehend woanders ist einfach. Wir schauen uns das aber mal mit dem zweiten Kartendeck genauer an. Wir haben diese religiösen Einflüsse im Januar oder die Glaubenssätze, die jeder hat, die können natürlich in einer Beziehung auch eine Rolle spielen. Wir haben die Veränderung. Das verursacht natürlich eine Veränderung, aber es sorgt dafür, dass man Dinge geklärt bekommt und Verletzungen hinter sich lässt. Also man kann sich schon da einigen im Januar. Also das ist nicht sehr dramatisch oder es ist nicht schlimm. Man muss sich nur darüber unterhalten. Im Februar haben wir ja wieder Verspieltheit, romantische Gefühle zurückerobern und jugendlichen Spirit leuchten lassen. Das ist schön. Was haben wir noch? Daran muss man natürlich ein bisschen arbeiten, dass man da hinkommt. Und die 9 der Münzen heißt auch, dass jeder ein Individuum ist und natürlich seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hat. Das kann zusammenpassen, ne? Das kann natürlich auch ein bisschen gegensätzlich sein. Auch das kann sich durchaus anziehen. Also je nachdem, wie es bei dir ist im Februar, nutze die Zeit, es romantisch zu versuchen, entweder in einer neuen Beziehung oder mit deiner bestehenden Partnerschaft. Dann haben wir im März die Leidenschaft. Da kommt dann noch mehr dazu. Da haben wir die 9 der Schwerter, Sorge und die Hohepriesterin. Also ich denke mal, man merkt, wenn sich der eine oder andere Sorgen vielleicht macht um irgendetwas. Und man kann das Ganze mit Leidenschaft natürlich ein bisschen überdecken. Aber wichtig ist natürlich, dass man auch über die Dinge spricht. Da haben wir die Schwerter und wenn einer sich Sorgen macht, sollte man so viel Feingefühl besitzen natürlich auch, dass man darüber spricht und dann kann man sich auch leidenschaftlich natürlich näher kommen. Wir haben im April vergeben und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Ja, da haben wir Gerechtigkeit, es geht um Fairness und es geht um die 3 der Stäbe. Das heißt, du sollst über den Tellerrand gucken und fair sein, also die Dinge von allen Seiten betrachten und
darauf warten, dass die Dinge sich positiv entwickeln. Also vergeben und lernen, da muss Gras über irgendetwas wachsen oder es ist Gras über eine Sache gewachsen und dann musst du auch vergeben. Je nachdem, was es ist. Im Mai haben wir diese kindliche Seite. Da haben wir die 5 der Kelche. Das kann Bedauern sein, dass das vorbei ist. Die Liebenden. Vielleicht ist das Bedauern da, dass diese anfängliche Verliebtheit nicht mehr da ist. Aber eine Beziehung wächst natürlich auch mit ihren, ja, mit ihrer Zeit, mit ihren Ansprüchen. 5 der Kelche heißt, arbeite mit dem, was du hast. Und mach natürlich das Beste daraus. Und das liegt an beiden. Kindlich daran zu gehen, unvoreingenommen, ja. In der Liebe gibt es immer mal Höhen und Tiefen. Das Wichtigste ist, dass man sich vertrauen kann und dass man über die Dinge sprechen kann und Lösungen sucht. Man kann auch gemeinsam traurig sein. Im Juni haben wir Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe, ja. Das habe ich dir eben erklärt. Das ist wichtig. Wir haben die 6 der Stäbe. Je mehr Selbstachtung, desto erfolgreicher. Und das Ass der Kelche ist die Selbstliebe. Je mehr du ja mit dir eins bist, mit dir konform gehst und dich achtest und liebst, desto schöner wird die Liebe insgesamt. Und das sollte dir klar sein. Du solltest es vielleicht mal testen. Juli haben wir Probleme in der Familie heilen, also es geht darum, familiäre Probleme aufzulösen. Da haben wir kleine Schritte mit dem Knabe der Münzen und das Ass der Schwerter, einen Schlussstrich ziehen. Also es gibt Familienprobleme, die lassen sich nicht heilen und es gibt Probleme, die, ja, da muss man einen Schlussstrich ziehen, da muss man auch vielleicht die Verbindungen abreißen oder man muss wirklich Tacheles reden, ne? Aber es geht darum, tatsächlich die Dinge, ja, ich sag mal, zu einem Ende zu bringen. Im August haben wir unerwiderte Liebe. Die Anziehung oder Chemie ist nicht stark genug, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Wenn dem so ist, da haben wir den Turm, da fällt die Beziehung weg. Mit dem Magier, denke ich, hast du die Möglichkeit, tatsächlich ja, zu manifestieren, was für dich richtig ist. Ja? Wenn du weißt, dass diese Person nicht deinen Ansprüchen entspricht oder dass du mit dieser Person nicht klarkommst, dann solltest du da auch ein Ende machen. Die Manifestation ist ja das, was in Verbindung hier mit deiner Selbstliebe auch zustande kommt. Wenn du authentisch bist und den Leuten entsprechend entgegentrittst, können sie dich auch besser erkennen. Umgekehrt natürlich genauso. Der Magier manifestiert das, was für dich wichtig und richtig ist. Und darauf solltest du dich verlassen. Du wirst schon spüren, was für dich richtig ist und was nicht. Wir haben im September Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Ja, darüber sprechen ist ja auch wichtig. Da kann man Ballast abwerfen mit den 10 der Stäbe und man kann mit dem Knabe der Kelche aufeinander zugehen. Man kann Kompromisse eingehen. Ja? Man kann Lösungen finden, auch was die familiären Probleme vielleicht betrifft. Man kann sich gegenseitig helfen. Die Täuschung im Oktober, da schauen wir mal, was wir da haben. Da haben wir den König der Stäbe, Feuerenergie, und wir haben die 3 der Schwerter. Da ist jemand enttäuscht. Die Frage ist, ist er oder sie enttäuscht von dir oder ist er oder sie die Enttäuschung? Ich denke mal, dass es da um Missverständnisse geht, dass man da vielleicht etwas Falsches getan, gesagt hat, was missverstanden wurde oder wo man den falschen Ton gewählt hat, auf beiden Seiten möglich. Da gibt es eine Enttäuschung mit einer Feuerenergie, okay? Da solltest du halt vielleicht nochmal nachfragen. Wir haben nämlich manchmal Gründe dafür, weshalb wir irgendwie reagieren, egal wer, ja? Finanzen und Karriere, finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Ja, da haben wir die 7 der Schwerter. Das ist eben auch Diebstahl. Das ist, dass jemand einem etwas wegnehmen will.
zwei der Stäbe ist Unentschlossenheit. Vielleicht geht es auch darum, dass du momentan nicht weißt, wie du die finanzielle Lage wiederherstellen sollst. Das ist natürlich ein Problem im November. Ja, und da kann man nur gemeinsam natürlich durch. Wenn du Single bist, natürlich kann es bedeuten, dass du selbst in Schwierigkeiten bist und Hilfe ruhig in Anspruch nehmen solltest. Ja, dass du auch vielleicht nicht die Dinge tun kannst, die du sonst tun würdest. Trennung, vorübergehende Trennung, da haben wir Ritter der Münzen, das geht auch vorbei, das heißt Geduld, und die Acht der Kelche, man geht neue Wege, vielleicht auch miteinander. Vielleicht hat das was mit beruflicher Veränderung zu tun, die dann im Dezember diese vorübergehende Trennung zur Folge hat. Wenn einer von beiden vielleicht jobmäßig woanders hin muss, kann das natürlich zu einer Trennung führen, zumindest vorübergehend. Und hier für die Singles kann es auch eine Feuerenergie sein, die du vielleicht erkennst, dass sie nicht zu dir passt, zum Beispiel. Das wäre auch möglich. Ja, das sieht ja eigentlich soweit ganz gut aus. Das Wichtigste ist für dich, dass du eben auch zu dir selber stehst, dich selber magst. Du bist ja auch Feuerenergie. Nein, du bist nicht Feuerenergie, du bist Erdenergie, aber du hast ja vielleicht Feuerenergie in deinem Horoskop, und da könnte vielleicht auch dein Feuer mit dir durchgehen, wenn du das im Horoskop hast. Und finanzielle Dinge haben Einfluss auf alles im Leben, weil finanzielle Mittel natürlich auch Freiheit gewährleisten. Eine vorübergehende Trennung kann verschiedene Gründe haben, muss aber nicht negativ sein. Also es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Du kannst manifestieren, du kannst umsetzen, du kannst lernen, dich selbst zu lieben. Du kannst in familiären Dingen Klarheit schaffen. Du kannst die Liebe neu beleben. Du kannst hier auch neue Gespräche führen, neue Erkenntnisse sammeln. Du kannst wissen, wer vielleicht, nicht zu dir passt, oder wo es Dissonanzen gibt, ja, oder Missverständnisse, können auch Missverständnisse sein. Finanzielle Sorgen sind immer ein Grund, dass man sich Sorgen macht. Und vorübergehende Trennung sehe ich in Verbindung mit Beruf oder mit Weiterbildung oder einem Seminar oder so. Also was ich denke ist, mein lieber Stier, ist, dass du das auf jeden Fall hinkriegst und du wirst nicht wirklich in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil du einfach immer dafür sorgst, dass du da immer noch irgendwo was hast, was dich weiterbringt. Also ich denke mal, dass das alles machbar ist und dass du im Jahr 2020 natürlich deine Hürden nehmen musst, auch in der Liebe, ein bisschen offener sein solltest und ein bisschen auf dich selbst auch achten solltest, dass du da mit dir zufrieden bist. Und das kannst du manifestieren. Und ich denke, dass du da auch gut mitfährst, dass du da viel Positives erfährst, so zum Beispiel auch. Ja, dann wünsche ich dir ein wunderschönes 2020 in Sachen Liebe, wünsche dir viel Liebe und gute Erkenntnisse und dass eure Beziehung, wenn du eine hast, auch wächst und dass du als Single dann auch die richtige Person triffst. Ja, alles Liebe von mir und bis bald.